dann gelte es für einen vierten weiter. Aber in diesem Fall nur ein einziges Mal. Braun war ein unerschrockener Soldat, er steckte den Finger ein. Aber kaum hatte er das getan, als der Alte wieder in die Stücke zerfiel, in die er sich selbst zerteilt hatte. Nur dass Arme, Beine und Kopf nicht wie vorher in die Decke fuhren, sondern frei, frei im Raum umherschwebten. Darauf waren meine Kameraden aufgesprungen und hatten das unheimliche Haus fluchtartig verlassen. Heribert, mein Lieber, du flunkerst. Archibald, es ist wahr. Es ist wahr, so wahr, wie ich hier vor dir sitze. Zugegeben, ich habe damals genauso wie du gedacht. Da fuhr aber Braun mit der Hand in die Tasche und präsentierte mir den Finger. Schrecklich. Doch damit nicht genug. Braun reckte den Finger hoch empor und sagte, dass man das Wunder nun auch ausprobieren müsse. Er schrie laut,